Grüß euch aus dem Rötzer-Zentrum. Ich darf euch heute die Martina vorstellen. Die macht zweimal in der Woche Yoga bei uns. Und alles andere wird sie euch dann selber erklären. Ich werde das Eingongen, ich werde euch mal meinen Gong präsentieren, den habt ihr noch gar nicht so richtig erleben können. Also Achtung, der Gong! Martina Marzig. Ich bin Ashtanga Vinyasa Yoga Lehrerin. Seit 16 Jahren mache ich das schon. Ich habe ein kleines Yogastudio in Groß-Rußbach und in Stockerau unterrichte ich schon seit 16 Jahren zweimal die Woche. Das ist ein Ashtanga Vinyasa Yoga, ist ein dynamischer Yoga-Stil. Ein traditioneller Yoga-Stil, aus dem sich so die ganzen Power-Yoga-Stile entwickelt haben. Wird begonnen mit Sonnengrüßen, dann hat man diverse Stehpositionen, Sitzpositionen, Rückbeugen, Umkehrhaltungen. Das Ganze dauert 1,5 Stunden in etwa und man kommt da durchaus in Schwitzen. Fokus sind so Blickrichtungen und die Atmung. Also es wird wirklich permanent darauf geachtet, dass die Atmung im Einklang mit der Bewegung ist. Die Stunden sind so, also wird eigentlich immer die gleiche Abfolge geübt und da kommt man in so einen Flow hinein, dass man wirklich gut abschalten kann, also dass man da ganz zu sich zurückfindet. Geeignet ist Ashtanga-Yoga prinzipiell für jeden. Angesprochen fühlen sich doch eher sportliche Leute, weil es gibt sehr viel Liegestütze, es ist sehr dynamisch und man kommt in Schwitzen. Also wenn man sehr gebrechlich ist, ist es vielleicht nicht das Ideale, damit zu starten. Aber ansonsten von 15 bis 90 geht alles. Ich habe natürlich auch jede Menge Abwandlungen, falls jemand nicht so fit ist oder irgendwelche Einschränkungen hat. Ich kann da durchaus persönlich immer auf jeden eingehen. Ich unterrichte zweimal die Woche in Stockerau. Ich bin immer Dienstag und Donnerstag da. Ihr könnt gerne jederzeit einmal auf eine Schnuppereinheit vorbeikommen, euch das anschauen. Da ruft es mich am besten an, dann kann ich euch Näheres erzählen. Beziehungsweise beginne ich Mitte Februar mit einem Grundkurs. Also das ist für Neueinsteiger wäre das ideal. Was ich euch auch noch sagen wollte, also prinzipiell könnt ihr vor Ort in meine Kurse kommen oder auch per Zoom, also per Live-Videoschaltung. Also gerade in den Zeiten wie jetzt, falls du gerade in Quarantäne bist oder keine Ahnung, nicht direkt in die Yogastunde kommen kannst, gibt es die Möglichkeit, per Zoom, das ist so eine Live-Videoschaltung, mitzumachen.